Schaffen wir heute sowieso nicht. So, hallo zusammen. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Das war jetzt dein Text. Du musst jetzt sagen, dass du dich freust, dass wir das Video machen. Ja, ich freue mich, dass der Matthias jetzt ein Video von mir macht. Und naja, was ich noch weiß von meiner Jugend und Kindheit, teile ich euch hiermit. Ja, Mama, dann würde ich doch sagen, fangen wir ganz von vorne an. Wo bist du aufgewachsen? Also geboren bin ich in Hamburg. Ich war die von 5 Kindern die mittlere. Und wir wurden als kleine Kinder durch den Krieg in ein Waisenhaus gesteckt. Und da war ich ein Jahr und mit 4 Jahren bin ich dann zu Pflegeeltern nach Kleinberkel gekommen. Weil mein Vater Angst hatte, dass die Bomben in Hamburg uns alle töten würden. Sie haben aber meine kleinere Schwester, die hat es nicht geschafft, die ist dann durch einen Bombo im Waisenhaus getötet worden. Und ich bin zu Pflegeeltern nach Kleinberkel gekommen, wo ich sehr gut getroffen habe. Ein paar Monate vorher waren wir anderen vier, wir waren ja 5 Mädchen, und die Jüngste ist auch rausgekommen, noch zu Pflegeeltern, aber die Zweitjüngste haben mein Vater nur noch Kleiderreste gefunden. Ja, ja, und dann bist du von Hamburg nach Kleinberkel gekommen, ja, zu den Pflegeeltern. 1942. Ja. Mit Soldaten bin ich. Und was ich am Leibe hatte, mehr hatte ich nicht. Ja. Keine Sachen, nichts. Das kriegte ich dann alles von Hilfe, die mich dann da sozusagen adoptiert hatten, aber nicht wirklich adoptiert, sondern nur in Pflege genommen haben. Ach so. Und da sollte ich eigentlich nur bis nach dem Krieg bleiben. Mhm. Aber ich bin gerne da geblieben. Die hatten selber keine Kinder und besonders mein Pflegevater, der ist ja im KZ gewesen und war sehr krank, aber sehr gut zu mir und meine Pflegemutter auch sehr gut. Nur nicht die Liebe zeigen, weil sie das nie gewöhnt war, die hat mich nie in den Arm genommen, aber ich wusste, sie hat für mich alles gemacht, was es nur möglich war. Ne? Aber wie gesagt, sie konnte mich nicht mal auf den Schoß, ich war ja erst 4 Jahre alt und selber war ich so weit zurück nach meinem Alter entsprechend, dass sie nicht alleine auf dem Stuhl sitzen konnte. Ich war so zart und klein, da bin ich immer runtergefallen. Und das musste ich erst mal lernen, dass ich auf dem Stuhl, denn wir sind nur im Bettchen gehalten worden, im Waisenhaus. Sonst nicht gesessen. Hat sich keiner so richtig drum gekümmert, ne? Ja. Schade. Ja, und von deiner Kindheit in Kleinberkel, was weißt du da noch so? Ja, das war dann, meine Mutter, die ist dann in die Nachbarschaft gegangen und hat gesagt, dass sie ein Pflegekind hat, was ausgebombt war. Und da habe ich von allen Kleidungen gekriegt und so. Und ganz viel haben sich um mich gekümmert dann. Aber die Kinder selber, die waren böse zu mir, weil ich ein Flüchtlingskind sozusagen ausgebombt ist. Ich wurde dann verhauen und so, bis mein Pflegevater sagte, komm noch einmal nach Haus und sag, du, ich habe sie verhauen, dann kriegst du von mir noch welche. Und da habe ich mich dann aufgerafft und habe sie einzeln, habe ich mich gewehrt. Und da hatte ich nur noch Freunde. Ja, wer war denn deine beste Freundin in der Zeit? Die Hanna Brokmann hieß die. Die ist aber inzwischen auch schon tot. Das war meine erste Freundin und da sie mir ja viele Sachen schenkte, die waren ja älter wie ich, da hat sie mich auch sozusagen
ich war ihre Freundin. Sie hat gegen andere immer, hat sie sich durchgesetzt, hat gesagt, das ist meine Freundin und nicht eure. Na, die wollte das nicht, aber... Nicht teilen, ne? Ja, aber war eine wunderbare Freundschaft. Wir waren so lange, bis sie dann bald gestorben ist. Die hatte einen Schlaganfall gehabt, als junge Frau. Fällt dir vielleicht eine Geschichte ein aus deiner Kindheit, die, wo du mit Hanna was Besonderes erlebt hast? Ja, das war mein Vater, mein Pflegevater war bei der Maggi beschäftigt und wir wurden Weihnachten immer, hatten wir eine Weihnachtsfeier, wo wir Geschenke kriegten und vor allen Dingen Lebensmittel, die wir sonst nicht gekriegt haben. Die kriegten wir von der Maggi, Suppen und alles Mögliche. So, jeder ein ordentliches Paket. Und das war für uns jedes Jahr schön. Und jedes Jahr gab es ein Geschenk. Zuletzt kriegten wir Bettwäsche. Und das Jahr davor kriegten wir Jogginganzüge. Sowas war damals eine Seltenheit. Und wir kriegten das eben von der Maggi-Firma. Und da war mein Vater bis zu seiner Rente ja auch beschäftigt. Und wie er dann gestorben ist, da hat die Maggi drei Limousinen zur Verfügung gestellt für die Beerdigung. Das alles, und die haben sich finanziell sehr darum gekümmert. Welche Spiele hast du denn als Kind gerne gespielt? Ja, vor allen Dingen haben wir damals gerne mit dem Ball gespielt und Hinketöpfchen. Also ne, auf der die Platten eingezeichnet wurden, da sind wir gesprungen, ja, und vor allen Dingen Ball. Mehr hatten wir nicht. Und ein Reifen, wo wir eben mit, aber wir hatten da einen Bauernhof und der hatte zwei Knechte, die haben dann immer am Wochenende ganz großes Seil gespannt, wo wir springen konnten. Alle in der Straße sind dann gesprungen. Das war für uns immer ganz toll, ja. Man ist damals halt mit einfachen Sachen aufgewachsen und nicht so wie heute, wo so alle so verwöhnt sind mit ihren Handys und so weiter. Wir hatten damals nur die Natur. Ja. Und dann, wie nach dem Krieg 1945, kamen ja dann die Amerikaner nach. Und die haben uns wirklich gut behandelt. Wir hatten nur Angst, weil wir noch nie gesehen hatten. Und dann haben wir uns versteckt, wie wir die... nicht mehr sagen, das Wort. Ja, dunkelhäutige. Das böse Wort. Ja, aber die waren sehr gut zu uns Kindern. Aber wir waren das so eingeübt, überall Heil Hitler zu rufen. Und die haben natürlich böse geguckt dann. Ja. Aber war wunderbar. Die Amerikaner waren wunderbar zu uns an. Gab es besondere Traditionen in deiner Familie? Also jetzt mal eine richtige Familie. Ja, beides würde ich sagen. In Hamburg. Ich würde erst mal sagen, ich habe wenig Kontakt zu meiner richtigen Schwester gehabt. Die waren ja alle bei fremden Leuten. Mein Vater hat den wieder geheiratet. Und mein Vater kam jedes Jahr so 4 Wochen und hat mich besucht, bis ich konfirmiert wurde. Und war dann immer und hat auch gemalt und so. Und ich war sehr stolz auf ihn, aber ich habe nie eine Beziehung zu ihm aufgebaut. Mhm. Weil ich liebte meinen Pflegevater abgöttisch und ich kannte meinen richtigen Vater kaum. Ja, ist ja verständlich. Wie habt ihr denn damals gewohnt? Das Haus gab es ja noch nicht. Nein, wir haben zur Miete gewohnt. Mhm. Und da mein Vater ja aus dem KZ, hatte er sich so eine Schwäche mitgebracht und hatte einen Cousin, der lungenkrank war und hat uns alle angesteckt. Mein Vater, der hatte offene TB und ich war lungenkrank. Ich musste ein Jahr in eine Lungenheilstätte als 10-jähriges Mädchen, musste ein Jahr in der Lungenheilstätte sein. Ja, wo war das dann? In der Dickholzen. Okay. Das ist bei Hildesheim. Ja. Und da war ich ein Jahr und wie ich entlassen werden, ich habe dann immer ein Viertel von meiner linken Lunge ist verkalkt. Oje. Das ist, darum habe ich immer mit Atmung ein bisschen zu tun. Ja.
Und da habe ich dann Gesichtsrose gekriegt. Ich musste dann wieder länger bleiben. Und damals kannte man nicht die Ja. Gürtelrose und Gesichtsrose nicht. Und in der Zeit haben meine Eltern das Haus gebaut. 1948 war das. Ja, beide Weg. Haben die das gebaut. Und mein Vater hat es aus dem Grunde gebaut, weil er lungenkrank war und Leute alle, er durfte nirgends hingehen. Die haben ihn so gemieden, weil alle Angst hatten, sie stecken sich an. Ja. Und da mein Vater durch die, dass er im KZ war, kriegte er eine Abfindung. Und von dem Geld konnten sie dann anfangen zu Super bauen. und schön, ja. Ja, aus deiner Schulzeit fällt dir da was Besonderes ein? Wie war die Schule damals in Klein-Berkel? Ja, erst mussten wir ja Heil Hitler schreien. Ich war noch ein Jahr in der Schule, da war noch die noch SS und so noch Ja. fällig, ne? War ganz schlimm in Klein-Berkel. Und danach war ich ja dann erstmal 2 Jahre habe ich normale Schule besucht und dann kam ich ja weg zur Lungenheilstätte. Ne? Und wie ich dann wiederkam, da musste ich vieles nachholen. Ne? Ja, du sagst gerade, du hast dann noch so das Ende vom Dritten Reich noch so mitbekommen. Ja. Das heißt, du bist schon nach Klein-Berkel während des Krieges dann auch ausgelagert worden aus Hamburg dann praktisch, ne? Ja, weißt du noch, wann das war? Wann du nach Klein-Berkel gekommen bist? 42. Ah, 1942. da war ich 4 Jahre. Ich war Ja. im Oktober 4 geworden Ja. und hatte als einziges damals im Waisenhaus gab es zum Geburtstag einen Pfannkuchen. Und da ich ja 4 Geschwister hatte, musste Ja. ich den teilen. Das Baby kriegte nichts ab. Und da habe ich so geweint, weil ich dieses kleine Pfannkuchen noch durch Ja. 4 teilen musste. Und da habe ich den vor Wut an die Wand geschmissen. Das hätte ich, glaube ich, auch gemacht, ja. Ja, über deine Eltern hast du jetzt ja schon ein bisschen gesprochen. Wie war denn dein Verhältnis zu den Geschwistern? Das hat's ja schon gesagt, ein bisschen Kaum. schwierig. Meine älteste Schwester hat mich zweimal als junges Mädchen besucht Ja. und dann war sie aber so, hat sie mit meinem Mann das Bett geteilt und da habe ich sie rausgeschmissen und seitdem nicht wiedergesehen. Und meine zweitälteste Schwester, die hieß Doris, die habe ich nach 30 Jahren das erste Mal wiedergesehen. Krass, Und ja. mit der habe ich wirklich ein gutes Verhältnis dann gehabt. Ich habe sie besucht. Sie wohnte in Bad Segeburg, hatte da ein Eigentum und sie ist dann nach einem Jahr an Krebs gestorben. Und Ja, was aus den anderen geworden, weiß weiß ich man nicht. nicht genau. Meine zweitjüngste Schwester habe ich nie kennengelernt. Die lebt aber noch. Ja, Aber ich habe sie nie kennengelernt. kein Kontakt. Meine Stiefmutter hat es verstanden, wenn ich da war, ich war öfter in Hamburg, dass sie sie nicht eingeladen hat Ach dann. so. Und da habe ich sie nie kennengelernt. Ja. Ja, und habt ihr damals auch mal Urlaub gemacht oder mal so einen Schulausflug mit? Gab's das? Ja, wir sind mein Vater war, wie gesagt, in der SPD und wir vom Verein aus, also von der Politik aus, wurden wir jedes Jahr an die Nordsee, Oh, schön. 4 Wochen in Urlaub. Das Ja. erste Mal 1948 waren wir da Ja. und Wo waren wart ihr wir auf denn? Langeoog, Langeoog. ein Jahr auf Spiekeroog und dann auf Wangeroog war Schön. ich ein Jahr. Ja. 3 Jahre hintereinander waren wir. Immer 4 Wochen. Ich Ja. habe doch noch Bilder davon. Ne? Schön. Das war auch sehr schön. Nur wir kriegten dann wurden bis Hannover mit dem Zug. Da war ja noch alles bombardiert. Und von da aus mit einem Bus. Und in dem Bus kriegten wir unser Soldatenbrot mit, das wir für die ersten 14 Tage was zu essen hatten. Das war dann steinhart. Wurde der nur in Milch eingetunkt, das Ja. war, gab nicht viel zu essen damals. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Nee. Wenn die Amerikaner damals nicht diese ganzen Care-Pakete und sowas geschickt hätten, dann Ja, wäre es ja. schlecht gewesen. Wie die Amerikaner bei uns, die haben denn da auf der Weide, wo jetzt diese großen Blocks stehen, war ja alles Wiese. Und da war der Camp, der Ami-Camp, Ja. ne? Und die haben, wie die wegzogen, haufenweise Pfannkuchen liegen lassen, was die da gegessen hatten und nicht gegessen haben. Das haben wir alles für die Hühner eingesammelt.
Und Bonbons gab es und Schokolade. Ich habe Puppen gekriegt und einen Puppenwagen haben die Amerikaner bei anderen geklaut und mir geschenkt. So, und dann bist du aus der Schule gekommen und wie sah es dann beruflich für dich erstmal aus? Mit 14 bin ich aus der Schule gekommen, ja. Und ich war knapp 15, habe ich die Lehre begonnen. Ja, was war das für eine Lehre? Ich war Schuhmacher, habe ich gelernt. Ja. 3 Jahre habe ich die Lehre gemacht. Als Prüfung habe ich mir ein paar Pumps gemacht, rote Pumps. Die habe ich sogar als Ausstellung haben sie die gehabt. Die habe ich selber gemacht. Ja. Ich wollte nicht als Mädchen in eine Fabrik arbeiten. Aber da war das ja auch, oder weniger eine Fabrik, aber so wie AEG und so nicht. Und ich wollte keinen Mädchenberuf. Ich war mehr ein Junge. Ich war auch als Kind immer nur in den Bäumen und habe in der Natur gespielt. Ne? Möchtest du ein bisschen was erzählen über deinen ersten Freund damals? Mein erster Freund, das war, ich hatte dann den kleinen Berkel. Die Jungs kannte man von klein auf, aber ich wollte sie nicht als Freund haben. Ich war dann immer in Wangelist und hatte da meine Freunde. Und Dieter Springer hieß mein erster Freund, wo ich meinen ersten Kuss gekriegt habe. Ne? Und der holte mich dann immer ab. Mit dem Fahrrad sind wir überall hingefahren. Aber damals war nie, dass es außen, dass mehr wie ein Kuss war. Ja. Ne? Kuss, das war nur so ein Küsschen, kann man sagen. Ich saß dann immer bei ihm auf der Stange und wir sind dann immer überall hingeradelt. Sehr schön. Ja, und dann kam ich ja dann in eine Berufsschule. Und da lernte ich dann meinen späteren Mann kennen. Ja, da war ich 16. Und der fiel mir so auf, weil der so schick aussah. Der hatte immer einen hellgrauen Anzug an und einen Hut auf. Da sah immer so schick aus. Da haben wir uns ineinander verliebt. Und mit 18 hat er mich seinen Eltern vorgestellt. Und mit 21 haben wir geheiratet. Schön. Und mit 26 haben wir uns scheiden lassen. Aber ich habe eine wunderschöne Zeit mit ihm gehabt. Wir waren immer 3 Pärchen und wir haben immer unser bisschen Geld zusammengelegt und haben zusammen Fahrten gemacht, zum einen nach Hannover, und da sind wir gerne in so einen Jeans-Keller gegangen. Ja. Dann hatten wir aber alle nur so wenig Geld. Die Männer konnten sich ein Glas Bier und wir Frauen ein Glas Apfelsaft. Das war ja schon alle sehr. Aber das war die schönste Zeit. Ich hatte wunderbare Schwiegereltern. Und dann war ja auch der mein ältester Sohn geboren. Der ist 59 geboren. Und ja, der ist dann, weil ich wieder gearbeitet habe, nachdem ich ausgelernt habe, war ich Teppichstickerin und habe dann da den Dietmar geboren. Und aber am Wochenende waren wir immer bei den Schwiegereltern. Die haben uns dann immer verwöhnt, dass wir tanzen gehen konnten. Und die hat sich um Dietmar gekümmert. Und in der Woche, wenn ich gearbeitet habe, war meine Pflegemutter und deren Mutter, die haben sich um Dietmar gekümmert, ja, ihn sozusagen aufgezogen. Ne? Und das Haus in Kleinberkel ist dann auch... Ja, das ist 1948 gebaut worden. Und mein Vater, der war ja nun sehr krank, hatte Asthma, und der hatten sie im KZ, hatten sie ihm die Beine gebrochen, und das war immer so verkrüppelt und so, war schlimm. Aber er hat immer noch gemacht, dass er draußen die Platten ums Haus, die hat er jeden Tag 3-4 Platten mit Zement gegossen, und hat, wie das denn alles ringsrum fertig war, da ist er gestorben. Oh. 5 Jahre hat er danach gelebt, ja, wie das Haus gebaut wurde. Und dann ist er eben der hat dann Herzwasser gekriegt und ist dann im Krankenhaus gestorben. Und da bin ich ganz, ganz krank geworden, ja, weil ich meinen Vater so geliebt, ja, habe. Ne? Und das Haus war praktisch so sein Lebenswerk auch. Ja. Ne? Das war ihm sehr, ja, wichtig. Ja, und dann nach der Ehe mit Leuthold, dann wie, ja, geschieden? Ja, der kam ja dann zum Bund. Ja. Und da hat er dann
wie das so ist, wenn die Männer irgendwo im Soldat machen, dann gibt es auch viele Kneipen, wo die Mädchen dann sind. Und da hat er sich dann eine angelacht, die ihn dann nicht mehr losgelassen hat und mit nach Hameln gekommen ist, wie er die Berufszeit zu Ende war beim Bund. Und da sie so aufdringlich war, da habe ich gesagt, ich will nicht. Dann kannst du ganz bei ihr bleiben. Und da habe ich ja die Scheidung eingereicht. Und das wollte ich ja nicht. Der wollte sich nicht scheiden lassen. Und meine Schwiegereltern haben nie die neue Schwiegertochter angekannt. Die durfte sie nicht Mutter und Vater nennen. Die musste mit Namen ansprechen, Frau Gerlach. Weil sie mich immer bis zu ihrem Tod geliebt hat. Und immer hat sie für mich gesorgt, dass ich im Winter meine Kartoffeln, alles kriegte. Die hat ewig für mich gesorgt, obwohl sie eine neue Schwiegertochter hatte. Aber die hat mich geliebt vom ersten Tag an. Ja. Und dann hast du den Karl-Heinz, unseren Vater, dann kennengelernt. Wie war das dann? Ja, dann, wie ich dann, ich habe inzwischen dann beim Sportmüller gearbeitet im Geschäft. Und das war mir dann nachher aber alles durch irgendwelche Umstände. Ich habe da auch meinen Führerschein gemacht und der alte Müller, der hat mir noch meinen Führerschein bezahlt. Und der hat es dann nachher nur kleine Beträge abgezogen. Und da habe ich, weil ich gut nähen konnte, da bin ich dann in eine Blusennähfabrik gegangen und habe da Blusen genäht. Und da habe ich dann auch meinen zweiten Mann kennengelernt. Der war aus Springe. Und der hatte ich zufällig mal auf dem Sonnabend kennengelernt in der Stadt. Und ja, dann haben wir uns ineinander verliebt, ich jedenfalls. Und er war auch gut zu Dietmar. Der war dann ja schon 5 Jahre alt. War alles prima. Die beiden mussten immer gleiche Anzüge haben und die Pullover, alles musste. Der Leute einen weißen Pullover, Dietmar einen weißen Pullover, Winter, ne? Alles musste immer passen. Und das dachte ich, das geht so weiter, bis Edmana geboren wurde. Und da war es schlagartig vorbei. Dann hat dann nur noch der Kalle die Edmana geliebt und nicht mehr den Dietmar. Der kriegte nur Schläge von ihm. Und der durfte abends auch nicht bei uns Fernsehen gucken. Da musste dann bei Oma sein, bei meiner Pflegermutter Maus. Und da hat er sich eben zurückgezogen und hat sich dann THW angeschlossen. Und da hatte ich gedacht, das ist, tut ihm gut, aber in Wirklichkeit hat er da das Trinken gelernt. Ja, ja. Und da ist es immer schlimmer geworden mit Alkohol. Ja. Ja, dann kam die Edmana als dein zweites Kind. Ja. Edmana war denn so glücklich, war ich mein ganzes Leben nicht, wie ich die geboren habe. Und so ein wunderbares, herzliches, süßes Kind geboren. Die war so niedlich und artig. Die hat nicht geweint, nicht. Die war immer artig und ordentlich gefuttert hat sie. Ja. Und die war denn der Liebling von uns allen, ne? Ja, und wie die gut 1,5 Jahre waren, da kriegte ich denn meinen zweiten Sohn, dritten, also den Matthias. Mein Goldi, der war auch, aber es war schlimm. Mein Mann, der war natürlich, wie die Tochter geboren war, die war schon 3 Tage alt, er mal gekommen ist und mich im Krankenhaus besucht hat. So spät erst, ja. Ja, so kalt, da hatte er da inzwischen schon wieder andere Frauen am Gange. Ja. Das war ja eben so schlimm, dass er immer andere Frauen hatte, ne? Ja, es war nicht so herzlich auch. Ich kann mich da noch dran erinnern, wie ich ganz klein war. Dann war ja auch immer was zu machen am Haus. Ja. Mit einem Betonmischer und so weiter. Und ich wollte dem Papa immer ein bisschen helfen, so, mit der kleinen Schubkarre. Ja, ja, das war doch. Du warst so fanat, du wolltest das gerne mit deinem Vater. Aber für ihn, wenn wir irgendwo hin wollten, wollten wir nur Mana sagen. Die hat alles zurückgedrückt bei ihm. Ja. Aber du nicht. Ja, und wenn wir spazieren gegangen sind im Saupark, dann
Er ist mit deiner Tochter weit vorgegangen, die kriegte alles und du, wir beide trotteten hinterher. Du warst dann noch so klein, ne? Und dann kam der Hauke dann auch noch dazu. Ja, ne? Dann kam Hauke noch. Der sollte ja gar nicht geboren werden. Der Hauke. Hauke jetzt. Ja, Hauke war ein bisschen. Der war zu früh geboren, aber ich war zu schwach, ich konnte ihn nicht mehr. Ja, das war auf jeden Fall eine schwierige Ehe dann mit dem Karl-Heinz. Durch viele Höhen und Tiefen gegangen seid ihr auch, ne? Mhm. Und irgendwann ging es dann einfach nicht mehr und dann hast du auch wieder die Scheidung eingereicht dann, ne? Ja. Ja, wie der Karl-Heinz sich dann eine Freundin anschaffte, die ein Baby von ihm kriegte, da hat es mir gereicht. Und habe ich gesagt, so innerhalb von 4 Wochen habe ich das organisiert, dass ich eine Wohnung hatte und hatte 140.000 Euro Schulden an, D-Mark Schulden anmals. Aber ich hatte gleich eine schöne Wohnung für meine Kinder. Und durch eine Freundin, ihr Mann, der war Direktor von der Dresdner Bank, der hat mir das Geld besorgt, dass ich die Wohnung kriegen konnte und hatte noch keinen Pfennig von meinem geschiedenen Mann. Das hat der aber alles organisiert über Rechtsanwälte und dann wurde das Haus ja geschätzt und dann mussten die dann das alles bezahlen, ne? Dann hat der Vater, der Karl-Heinz, praktisch das Haus behalten. Ja, ich kriegte da 1.400 D-Mark ausgezahlt. Ich hatte ja dann auch, die Wohnung war ja damals noch teurer, ne? Ja. Und ich wollte dann auch ein bisschen Geld für mich haben, damit ich den Kindern was bieten konnte. Also habe ich eine Hypothek von 30.000 aufgenommen und die habe ich dann später langsam abgezahlt, ne? Und dann bist du halt mit den ganzen vielen Kindern da eingezogen. Ja. Ne? Der Dietmar war ja zu der Zeit bei der Bundeswehr. Beim Bund, der war beim Bund, ja. Gibt's ja auch so ein paar lustige Geschichten, so wie diese schwere Schneekatastrophe dann, das fiel ja auch in die Zeit, ne? Und da musstest du ihn doch einmal fahren dann auch, ne? Ja, da hatten sie ihn versetzt, sie wollten ihn in Hannover abholen am Bahnhof und die kamen und kamen nicht und damals wurden sie sehr streng bestraft, wenn sie nicht da waren. Ne? Und da habe ich nach Kappeln hochgefahren die Nacht, ja, mit dem R4. Mit dem kleinen Renault. Ne? Ja, und vor allen Dingen unterwegs, der hat ja nur so viel gefressen, Sprit, und der musste sich wieder tanken. Und damals gab es nur, dass man Tankstellen mit 5 D-Mark bezahlen konnte, tanken konnte. Und wieder, ich hatte nicht so viel. Ich hatte wohl Geld genug bei mir, aber das konnte ich nirgends einwechseln. Da musste ich dann bis Kappeln hochfahren mit Mühe und Not. Und da bin ich die Nacht stehen geblieben, habe gewartet, bis morgens die Tankstelle aufmachte und ich konnte bar bezahlen dann. Wahnsinn, ja. Und da bin ich dann auf dem Rückweg auf der Autobahn eingeschlafen. So ein Moment, ne? Ja, und da habe ich gedacht, das hat keinen Sinn. Bin ich an die nächste Raststätte gefahren und habe mich dann erstmal mit Kaffee versorgt und erstmal eine Stunde geschlafen im Auto. Ja, das war schwierig. Ja. Das war. Und darum hat Dietmar später immer gesagt, ich wäre immer für ihn da gewesen. Ich habe ihn immer aus allen Klemmen wieder rausgeholt, ne? Ja. Die Mama war immer für ihn da. Ich war immer für ihn da, ja. Ja. Ja, leider habe ich dich dann einmal so furchtbar enttäuscht, ne, dass ich dich weggegeben habe zu deinem Vater. Genau. Das tat mir hinterher so weh und du warst ja dann auch enttäuscht von mir und vorher warst du immer mein Goldi, ne? Ja, ja. Mein Lieblingskind. Und dann habe ich dich einfach so abgeschoben. Ja. Es war aber auch schwer für dich. Du hattest die vielen Kinder, musstest dich um alles kümmern. Das war, wenn Oma nicht gewesen wäre. Dann wäre das gar nicht gegangen. Ja, ne? Aber weil die jeden Tag mir die Ohren voll gelötet hat. Ja. Ja, der Matthias, was der wieder alles gemacht hat. Ne? Einmal kam ich nach Hause von der Arbeit, da habe ich dich schon schreien hören. Da hast du dir so vom Zahnstocher in den Fuß gerammt. Ja. Und da steckte so viel drin. Und hast geschrien. Und
Und da, das war denn der Abschluss. Da habe ich gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Du musst erstmal, du solltest ja nur mal so 4 Wochen zu deinem Vater. Und der war ja auch nicht gerade erfreut, dass er dich hatte. Der hat mich dann ja auch ins Heim gegeben, auch für 4 Wochen. Ja. Ja, so war das damals. Ne? Ja, du bist ja auch schon wieder arbeiten gegangen dann bei Hirschmann, ne? Im Hotel von 8 bis 12 gearbeitet. Dann bin ich nach Hause, habe Essen gemacht für meine Kinder und meine Mutter hatte das schon vorbesorgt. Mhm. Um 13:30 bin ich in die Falkestraße gegangen, da habe ich 2 Stunden geputzt. Also bis um 6 habe ich im BHW gearbeitet und eine ganze Zeit habe ich dann von 7 bis 9 in einer Sattlerei habe ich Posttaschen genäht. Und war dann immer 9:30 zu Hause. Ja, das war lang. Ja, sonst wäre ich nicht rumgekommen mit meinem Geld. Da hat dein Vater nicht ein Pfennig bezahlt. Ja. Und das aber, ich hatte einen guten Rechtsberater, der sagt, so geht das nicht weiter. Und hat dann die Klage eingereicht und die wurde in Celle, dann wurde er verurteilt, dass er zahlen musste. Ich hatte ihn auch inzwischen entdeckt, dass er schwarz arbeitete. Er hatte sich ja 10 Jahre nicht zur Arbeit gemeldet, hat 10 Jahre quasi nicht gearbeitet, nur schwarz. Und da konnte ich ihn überweisen, konnte ich es beweisen, weil ich im Krankenhaus lag. Und er hat da im Krankenhaus die ganzen Fliesenarbeiten gemacht. Und da habe ich ihn angezeigt. Unser Vater war ja Fliesenleger und da damals war da sehr viel Geld nebenbei zu machen mit Schwarzarbeit und er hat sich da viel zur Seite geschafft. Es gibt da diese eine lustige Geschichte, wie ihr noch zusammen gelebt habt, dass du, wenn er besoffen nach Hause kamst, dass du erstmal aus den Taschen die Scheibe das Geld gezogen hast. Das ist wirklich so. Denn ich konnte sonst meinen Kindern keine Strumpfhosen kaufen und mal was Besonderes. So damals kam Joghurt auf und das war noch sehr teuer. Und manchmal konnte ich wirklich nicht das bezahlen, dass ihr mal einen Joghurt kriegtet oder so. Ne? Und der Hauke, da war ja so ein kleiner Fifi, der rannte im Multimarkt immer rum, kriegte von allen Leuten Kekse, Schokolade und Käse. Der beim Einstand, da hat er immer Käse gekriegt. Ja. Er aß so gern Käse. Ja, schön. Ja, das war aber auch ein kleiner Bursche, ne? Ja. Und dann in der Ringstraße hast du dich dann ja auch mit den Nachbarn angefreundet, ne? Ja. Und so hat ja auch... Die Schwiegereltern von meinem ältesten Sohn. Genau, so hat Dietmar ja auch seine Ehefrau dann kennengelernt. Ja. Ne? Die Regina. Ja, erzähl mal ein bisschen was davon. Ich kannte zuerst die Eltern, die wohnten auf dem Flur. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Und die kamen dann auch immer rüber. Und ich hatte damals noch kein Auto erst. Ich kriegte später dann ein Auto. Und mit denen sind wir dann auch öfter mal wohin gefahren, nach Uelzen und so, ne? Ja, und da lernte er, wie mein Sohn denn, also Dietmar, Wochenendurlaub hatte, da kam er mit Regina zusammen. Die wurde dann später seine Frau. Und an für sich war die Ehe erst gut, aber die Regina war nicht gerade so eine saubere Frau. Und wenn er denn abends nach Hause kam, dann hatte sie weder Essen gekocht noch sauber gemacht. Das Kind war ganz wund und so. Und dann zog er sich immer zurück. Die Tochter, die Claudia, ne? Ja. Ja, die Claudia wurde ja damals geboren. Und die hat er sehr geliebt. Aber Regina kam jeden Tag hierher, ne? Und das ging mir nachher so auf den Senkel, weil sie sich hinsetzte und sich bedienen ließ, ne? Und ich konnte auch meine Arbeit denn nicht machen, weil ich sie unterhalten musste. Und dann ist das da zerbrochen, die Ehe ist kaputt gegangen und sie hatte sich dann einen im Haus, einen angelachten jungen Mann, da ist sie dann runtergezogen und mein Sohn oben, der war denn in seiner Dreckbude. Wenn die Regina nicht so furchtbar dreckig gewesen wäre, ich glaube, dann wären die auch nicht so schnell auseinandergegangen. Denn der Dietmar hat sich ja dann nach Andreas und Heike da hingezogen. Und die hat für ihn abends gekocht und ihm seine Sachen gewaschen. Und die Regina hat ja gar nichts gemacht. Ja. Und dann ist er auch oft nicht nach Hause.
erst spät nachts hin nach Hause. Denn mit Andi hat er immer Autos repariert und so alles. Und ich habe aber auch ganz wenig Kontakt damals gehabt zu denen dann. Kommen wir mal wieder zu was Schönen. Dann hast du ja den Hannes kennengelernt, unseren Hannes. Ne? Ja. Ja, erzähl mal, wie das war. Wie ich im Hotel gearbeitet habe, da war ich ja Zimmerfrau und da hatte ich eine Arbeitskollegin und die hatte sich eine Kneipe angeschafft. Und da wurde der Hauke so krank, da kriegte vereiterte Rippenverletzung und musste ins Krankenhaus und lag tot da. Das war ganz schlimm für ihn. Und ich hatte niemanden außer meine Mutter, die ich jetzt belasten konnte. Ich musste auch mal richtig weinen und so. Das konnte ich aber bei Matthäus und Edmana nicht machen. Die hätte ich dann noch mehr runter. Und da bin ich mittags zu meiner Freundin in die Kneipe und die hat mir ein Alster, habe ich damals gern getrunken. Und ich konnte mal mit ihr wieder über alles sprechen. Die war für mich da. Und da den einen Mittag, da kommt Hans rein. Mhm. Und meine Freundin hatte zu ihm gesagt, weil Hans damals keine Freundin hatte, war ja von seiner Familie weg, ich habe eine Freundin, die würde gut zu dir passen. Verkuppelt. Und jetzt bin ich da, war auf dem Sonnabend, morgen war das, werde ich nie vergessen, am 23. März war das, ne? Und da hat sie gesagt, du Hans, da sitzt meine Freundin, die guckt dir mal an, ob die macht. Und da hat er so rumgeguckt und hat gelacht. Und diese Lache, die hat mir so gefallen, diese Lachen und dieses Herzliche. Und da haben wir uns für abends verabredet zum Tanzen, ja, im Charleston. Und von dem Augenblick an waren wir zusammen. Ja, genau. Ja, dann ist der Hans mit in die Ringstraße. Ist er damit eingezogen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah ja, am 1. Mai ist er ein. Am 23. habe ich ihn kennengelernt, März. Ja. Und am 1. Mai, unsere Oma war gerade im Krankenhaus, da habe ich gesagt, du kannst gerne jetzt zu uns ziehen. Oma ist ja im Krankenhaus, ja, und die schimpft dann auch nicht. Die wollte ja nicht, dass ich mir wieder einen Freund anschaffe, ne? Naja, und dann, aber wie sie nachher Hans kennengelernt hat, hat sie ihn so gerne gehabt. Ja, der konnte sich so gut mit ihr beschäftigen, ja, und hat ja jeden Abend die Bildzeitung mitgebracht. Da hat sie sich immer so drüber gefreut. Und dann sagte sie zu mir, den behalt mal, das ist ein guter Junge. Ja. Also bis heute, sicher haben wir auch unsere Probleme mal gehabt, ne? Aber im Großen und Ganzen liebe ich den Hans heute noch so wie am Anfang. Ja, das ist schön, das hat sich fast und zusammengefunden. Ja. Ne? Ja, so, er war immer, er hat mich nie irgendwie schlecht behandelt oder wir haben es auch mal gezankt, das ist klar, das muss auch mal, die Luft muss wieder rein werden, ja, aber nie, dass wir mal uns gegenseitig länger wie einen halben Tag böse waren, dann waren wir wieder gut mit. Wir haben uns nie über Nacht böse. Das geht nicht. Wir sind ins Bett gegangen und haben es schon wieder vertragen. Ja, der Dietmar ist dann mit Regina nach Grunde gezogen. Ja. Ne? Und die Edmana ist dann nach Hannover gezogen. Nee, ist nach Fränke gezogen. Nach Fränke mit Wolfgang, genau. Ja, von nach Kindern gezogen. Ja, nach Fränke mit dem Wolfgang. Mit dem Wolfgang damals, ne? Genau, mhm, richtig. Ja, dann warst du also mit. Lebte die Oma da noch? Nein, wie wir hierher gezogen sind, da lebte Oma nicht mehr. Die ist 84, ist gestorben. Es ist Hans und Hauke nach Tündern gezogen. Ja. Wo wir uns jetzt befinden. Ja, da war Hauke 10 Jahre alt. Ja. 85 war das. Ja, erzähl mal ein bisschen so von den Anfängen hier in Tündern. Ja, Hans hatte ein halbes Jahr, war er arbeitslos, weil er es so mit dem Rücken hatte und hat dann in Kirchosen hat er dann Arbeit gefunden und ist dann hier an dem Haus vorbeigefahren und hat gesehen, dass die Wohnung frei war und hat sich erkundigt und dann haben wir die Wohnung gemietet und sind dann hier eingezogen, 1985. Ja, Hauke ist dann nach Hameln weiter zur Schule gegangen, nicht hier in Kirchosen. Und
Ich habe mich dann auch mit allen so ein bisschen angefreundet hier. Ed Manner wohnt hier denn in Frenke. Ja, genau. Und du warst ja in Klein-Berkel bei deinem Vater. Und von da aus bist du ja dann zur Post gegangen, ja, nach Hannover. Richtig, ja. Und Ed Manner ist auch nach Hannover gezogen. Und der Hans war hier auch in der Feuerwehr. Der ist dann, ja, weil er... Er ging gerne mal ein Bier trinken. Hier war so eine Bierhandlung, so eine Getränkehandlung war das. Und da hat er sich dann mit mehreren angefreundet. Und der Besitzer von dieser Getränkehandlung, der war im Musikverein, ja, und hat gesagt, Hans, du bist doch musikalisch, fang doch mit an. Und so ist er in die Kapelle eingetreten und ist dann Mitglied der Feuerwehrkapelle geworden. Ja, der Hans hat ja schon lange Zeit Musik gemacht, ja, hat dann auch auf Hochzeiten und Schützenfesten und, ja, überall gespielt. Der, ne? war, ja, der ja. Hat, wie ich ihn kennenlernte, da war er ja richtig in der Band. Ja, ja. Und die Mama war dann auch manchmal ein bisschen eifersüchtig, weil die Mädels, die fanden ihn natürlich auch immer toll. Ne? Die haben ihn immer... angehimmelt, na, es war auch ein hübscher Mann, ne? Doch, das sah schon gut aus. Und charmant war er und so. Zu Anfang war ich eifersüchtig, aber dann hat sich das mit der Zeit gelegt. Ja. Denn das war nun mal so. Und ich bin in der Zeit, wenn er Musik machte, Hochzeiten und so, wo ich nicht mit konnte, bin ich mit meiner Freundin tanzen gegangen. Ja, genau. Das war Wahrheit. Ja, ja, und das fand er auch gut. Dann saß ich nicht zu Hause und trauerte. Ja. Habe ich mich auch amüsiert, habe getanzt, ja, mit meiner Freundin. Es gab schon tolle Feiern, auch ja, mit den Malern. Ihr habt ja auf den Tischen getanzt, habt ihr ja so. Das eine Jahr, wie wir bei dir in Hannover waren, ja, ja, da gab es diese Bier oder was? Lütje Lage, ne? Was man so zusammen trinkt. Dann haben wir das getrunken, ja, und dann sind wir beide ins Kinderkarussell gegangen, was immer nur eine Runde ging. Und dann haben wir den, der die Platten auflegt und alles, den haben wir bezirzt, haben gesagt, wir wollen noch mal ein paar Runden. Und der hat für uns extra immer das Karussell langsam. Und wir sind bald rausgefallen, ja, weil wir so kuselig waren mit Ed Manner, ne? Also, ich habe mit Ed Manner ganz tolle Urlaube gemacht. Immer. Wir haben uns immer gut vertragen. Ja. Das war schön. Also, ich sag ja, ich bin... glücklich, dass ich so eine, ich habe euch anderen genauso lieb. Aber Ed Manner war mein Mädchen, mein Goldstück. Genau, ja. Wenn ich sie sehe, wir sehen uns manchmal 14 Tage nicht, manchmal eine andere Woche, kommt immer drauf an, wie sie Arbeitszeiten hat. Aber dann drücken wir beide uns immer. Und ich überlege immer, ob ich ihr was Schönes kochen kann, was sie gerne mag, ne? Damit glücklich auch ist.